Hallo und herzlich willkommen. Es ist Tag 5 im Kalea Bierkalender hier bei Probier.tv. Mein Name ist Martin, ich bin Bierblogger bei Probier.at. Wir machen ja eine Reise durch Österreich, durch die 24 Biere des Kalea Bierkalenders und das fünfte Türchen, das ist heute fällig. Und da schauen wir mal, wo ist das da unten? Im fünften Türchen haben wir heute die Brauerei Wimitz. Ich hoffe, das kommt einigermaßen scharf daher. Wenn nicht, dann ist das das Märzen von Wimitzbräu, was hinter dem fünften Türchen sich verbirgt. Schauen wir mal, was die technischen Daten so bringen. 5,1% Alkohol und 11,8 Grad Stammwürze. Märzen gefährlich ehrlich wird da versprochen. Wie gesagt, die Brauerei Wimitz aus Kraik. Ja, spannendes Etikett. Ein Reiter, der ein Bierchen auf seinem Pferd trinkt, was uns Kalle ja da in den Kalender hineingepackt hat. So, dann starten wir auch mal direkt damit durch. Da ist ordentlich Druck drauf auf diesem Bier. Und das ist auch ein filtrierter Vertreter der Gattung Märzen. Obwohl, naja, leichte Trübung ist da. Intensivster Schaum, allerdings relativ grobporig, der sich da bildet. Also locker zwei Finger. Und man sieht aber auch schon, der löst sich dann recht schnell auf. Ist also extrem instabil, dieser Schaum. In der Nase, ja, getreidige Noten, leicht karamellig, so diese strohigen Untertöne. Also muss ich jetzt sagen, okay, ja. Im Antrunk getreidige Noten, leicht brotig, allerdings insgesamt relativ dünn. Also dieses Bier hat jetzt eher, ja, ist eher relativ dünn, also leicht, aber da tut sich relativ wenig. Auch das Mundgefühl, das ist relativ, das rauscht so einfach durch. Macht es natürlich sehr süffig dadurch. Auch die Kohlensäure ist sehr, sehr spritzig, sehr intensiv. Man hat das ja im Schaum gesehen, also da hat sich einiges getan. Aber grundsätzlich dieses Bier eher, ja, eher auf der wenig intensiven Seite. Ist eher ein sehr leichtes, unspektakuläres Bier. Süße Malztöne bei diesem Bier noch. Ja. Wie gesagt, eine lebhafte Kohlensäure, die sich auf der Zunge noch am Gaumen breit macht. Der Nachtrunk ist eigentlich, wenn ich jetzt ehrlich bin, nicht vorhanden. Das ist sehr nichtssagend für mich. Es ist so leichte Bitterhopfennoten noch, aber in Summe ist dieses Bier eigentlich sehr, sehr flach und ja. Für mich ist das jetzt, ehrlich gesagt, kein so wirklich spektakuläres, spannendes Bier. Mag sein, wenn das eiskalt ist im Sommer, dass das ein toller Begleiter ist, aber bei diesem Bier aus meiner Sicht relativ wenig, was da passiert. Ich hoffe, diese Brauerei hat noch andere Biere. Das überzeugt mich jetzt nicht wirklich. Trotzdem, macht euch euer eigenes Bild, macht euch euren eigenen Geschmack, wenn ihr dieses Bier heute Abend aus dem Kühlschrank holt. Ich würde mich freuen, wenn ihr das kommentiert. Wenn ihr völlig anderer Meinung seid als ich, dann ist die Kommentarfunktion bei YouTube bzw. hier unter dem Blog genau das Richtige für euch. Lasst uns über dieses Bier reden, lasst uns darüber austauschen, wie es euch geschmeckt hat. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder bei Türchen 6 im Kalea Bierkalender. Und bis dahin freue ich mich, wenn ihr ein Like auf dieses Video gebt bzw. den Kanal abonniert. Dann kriegt ihr alle Infos, wenn es wieder neue Videos hier bei Probier.tv gibt. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, schönen Abend, Prost und Servus.